Hallo! Hi! Was geht ab? Moin! Moin, Valeria. Ja, das ist Benny, ich bin Jeremias und hinten sitzt noch Jonas. Ah, Aber okay. der macht mir so ein bisschen Schreibkram. Ist schon okay. Ich klaue Blumen und schenke sie dir. Und zwar habe ich mir eure Songtexte ganz genau angehört und angeschaut und Ja. habe die Worte gezählt und wie oft ihr die Worte verwendet und vor allen Dingen auch, welche Worte ihr verwendet überhaupt. Und so eine Auswahl der Worte, die habe ich jetzt heute mitgebracht und die besprechen wir. Dann zeige ich euch mal das allererste Wort, das hier. Welt. Welt. Ja. Genau. Weite Welt, wartest du auf mich von Diffus. Weite Welt, wartest du auf mich? Ihr Ja. wurdet einmal in einem Interview gefragt, wie natürlich so oft, was ihr euch von der Zukunft erhofft so. Und ich weiß nicht mehr wer, aber einer von euch hat gesagt, neben der Band nicht mehr arbeiten zu müssen, das wäre irgendwie so ganz cool. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich so noch mal eine andere Welt, oder jeweils? Wie schaut die denn bei euch aus jeweils? Wir haben also zwei von uns studieren noch. Und sonst haben wir Nebenjobs und haben Schüler. Was macht ihr in euren anderen Jobs? Ja, Service oder Schüler unterrichten. Hausmeister, Benny ist Hausmeister. Hausmeister, Ja. teilweise auch. Aber das Du ist sehr, bist sehr neben. Hausmeister? Ja, Benny ist Ja. Hausmeister. Ach nee, so, also ich muss ab und zu Rasen mähen und Glühbirnen wechseln. Ne? So nach dem Motto. Also ist jetzt nichts Großes irgendwie. Wie fühlt es sich denn an, so gerade diese zwei Welten? Auf der einen Seite vielleicht irgendwie Musik zu machen, zu touren, gerade vielleicht auch eher auf Autokonzerten oder so zu spielen und auf der anderen Seite irgendwie der Hausmeister zu sein oder zu studieren. Wie lassen sich diese Welten vereinen gerade? Wie gut? Gar nicht, eigentlich. Gar nicht. Nein, das geht schon irgendwie, aber es ist schade. Es ist immer, es fühlt sich an nach so einem Tag, in dem man nicht das machen möchte, was man eigentlich macht, fühlt sich das verschwendet an. Einfach. Und das ist ist ein Scheißgefühl eigentlich. Ja, man macht das halt, aber der Kohle wegen. Und das ist normal und das muss jeder machen. Aber Ziel des Ganzen ist ja eben diese Passion, die Musik für uns ist, halt zum Beruf zu machen und sich komplett drauf zu stürzen. Was auch Okay. dann bedeutet, dass man noch mehr investieren kann an Zeit und Energie. Fallen. Fallen, Fallen genau. Und auf. zwar, wenn Blätter fallen. Wenn Blätter fallen, wenn Blätter fallen, bist du dann immer noch dabei? Ich finde, wenn man sich eure Musik anhört, da hat man das Gefühl, dass ihr euch so ein bisschen in der Musik und vor allen Dingen auch in den Texten fallen lasst. Ich hatte heute mit Jonas noch das Gespräch, dass man sich komplett nackt zeigt, man offenbart sich komplett und das muss man auch oder vielleicht auch nicht, aber das ist unsere Philosophie, dass man textlich als auch musikalisch einfach das Ehrlichste gibt, was man in sich trägt. Und das ist auf jeden Fall mit einer gewissen Unsicherheit zusammenhängt, aber birgt auch eine unfassbare Stärke in sich, dadurch, dass man so frei und offen damit umgeht und sich im Prinzip so komplett auszieht und angreifbar macht. Man ist super verletzlich in dem Moment, weil man sich komplett zeigt und das alles im Prinzip offenlegt. Lustig, weil du angreifbar gesagt hast. Ich habe tatsächlich mal auf eurer Seite, da habt ihr was gepostet, als ihr eine Platte released habt. Und zwar habt ihr geschrieben, unsere Platte kommt, wir haben alles offenbart, sprich, wir sind todesaufgeregt, sehr, sehr sensibel und übelst angreifbar. Ja. Wie hat sich das dann im Endeffekt für euch angefühlt, so angreifbar zu sein? Wenn du für 3 Jahre ein Bild malst und am Ende, wenn es fertig ist, kommt jemand und sagt, ey, das ist kompletter Quatsch, das sieht super komisch aus, dann bist du in dem Moment einfach sehr persönlich wahrscheinlich angegriffen, so. Und so ist das mit der Musik. Das sind ja, beim Wetterfall ist ein Song aus 2012 teilweise. Also die Hook, das ist mega alt, da sind sehr viele Gedanken und sehr viel Liebe und Energie reingeflossen. Und ich wiederhole mich, es ist so eine gewisse Angst, verletzt zu werden, aber auch insgeheim ist es auch eine unfassbare Stärke, die sich dadurch ergibt. Vielleicht. Leicht. Ich hab's aus dem Song Alles. Gibt sich von allein und zeigt sich doch so leicht, so leicht. Und bei dem Wort leicht möchte ich mit euch so ein ganz kleines Experiment machen. Ich sage euch einen Anfang eines Satzes und ihr könnt ja vielleicht mal versuchen, den zu vervollständigen, nacheinander, wenn ihr wollt.
Okay. Ja. Okay. Es ist gar nicht so leicht. Und jetzt sagt nicht, den Satz zu vervollständigen. Ehrlich zu dich zu sein. Okay. Du kannst gerne erklären, wieso. Nein, natürlich nicht. Nein. Ist ja so. Ich glaube, viele belügen sich. Mhm. In der Art und mit der Lebensform, die sie leben. Ich habe das letztens gemerkt. Wir waren zusammen mit dem Auto unterwegs an der Ostsee und waren dort im Auto pennen und waren nachts am Strand, haben Feuer gemacht. Es war so total natürlich, das ganze Ereignis. Und ich glaube, viele lügen sich so eine Welt, so eine materialistische Welt zurecht und halten an Sachen fest, an die sie gar nicht festhalten müssten, aber das irgendwie wollen. Verstehst du? Mhm. Und ich glaube, man kann, viele könnten oder man selbst könnte auch viel schneller loslassen von Dingen. Das ist doch gut. Und jetzt bist du dran. Ja, es ist gar nicht so leicht, nicht Kind zu sein, hätte ich jetzt gesagt. Weil mit zunehmendem Alter man das leider ein bisschen hinter sich lässt. Einfach ganz naiv und dumm durch den Tag zu gehen. Man strukturiert sich stark. Mhm. Bei vielen Leuten ist es so, man strukturiert sich stark und man plant sein Leben durch und oft tut es, glaube ich, gut, wenn man einfach mal versucht, wie ein Kind zu sein und Spaß zu haben. Und das ist das Wichtigste. Erinnerst du dich an das letzte Mal, wo du so richtig irgendwie Spaß hattest, ohne über irgendwas anderes nachzudenken? Wenn ich kann das gut. Ich hatte immer Spaß. Ich hatte immer Spaß. Durch die Wohnung getanzt. Hatte ich auch Spaß. Ja, immer. Okay, sehr gut. Steht symbolisch dafür. Ein Kommentar. Habe ich unter einem Cover gefunden, und zwar unter eurem Cover von Besame Mucho. Besame, besame mucho. Und interessant fand ich auch, weil jemand drunter kommentiert hat, his parents speak Spanish, but he always sucked in English class. Good old times. Erstmal krass. Witzig. Wer war das? Welcher Benutzer? Hier steht Nikita K. Punkt. Der hat ein Abi gemacht, stimmt. Erstmal schön bloßgestellt unter dem Video. Witzig. Und was ich interessant finde, so, dass ihr diesen Klassiker zum einen gecovert habt. Und man merkt ja auch das gute Spanisch. Du bist ja auch Spanisch aufgewachsen, richtig, Jeremias? Oder beziehungsweise zweisprachig. Meine Mama kommt aus Paraguay. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht oder beziehungsweise ob du das kennst, aber kannst du vielleicht manche Sachen irgendwie schöner auf Spanisch ausdrücken und manche schöner auf Deutsch? Das Ding ist, also ich spreche fließend Spanisch, aber dadurch, dass ich in Hannover lebe und mich auch mit der Sprache auseinandersetze, mit der deutschen Sprache und wir auch schreiben und so und klar, ist das trotzdem noch das Ehrlichste. Also ich rede gern Deutsch. Mhm. Und auch gern Spanisch, aber vielleicht noch ehrlicher auf Deutsch. So, das hier habe ich noch für euch. Guck mal, Jonas, komm mal her. Warte, lass mal laufen. Oh nein. Siehst du das? Kennst du das? Ja, das war Sommer 2018, da haben Jonas und ich, Olli und Benny die Haare abrasiert. Das stimmt. Oh, crazy. Und habt ihr das Meme auch schon mal gesehen? Da hat jemand ein Meme daraus gemacht. Ja. Da steht... Ihre Memes. Genau, es gibt richtige Meme-Seiten über euch. Wie geil ist das denn? Aber auch witzig, dass ihr da so als typische Familie dargestellt werdet. Würdet ihr sagen, ihr seid schon so weit, dass ihr sagt, ihr seid wie eine Familie so als Band? Ach, nee, voll. Also klingt auch sehr pathetisch und so, aber absolut. Ich glaube, die Beziehung, die wir untereinander haben, ist eine unglaublich tiefe und schließt die Freundschaft, die freundschaftliche Beziehung, die familiäre Beziehung und teilweise auch so eine klassische Liebesbeziehung. Also das schließt alle drei Sachen mit ein, weil wir sind alle abhängig voneinander, wir haben alle die gleiche Vision. Man hängt super viel miteinander rum. Zum einen freundschaftlich, aber hat auch dieses Geschäft, dieses Unternehmen, dieses Vorantreibende. Und das ist eine krasse Mischung, eine sehr intensive Mischung. Und da muss man aufpassen und die sehr, sehr behüten.
Und das kriegen wir ganz gut hin, glaube ich. Ihr habt jetzt nicht so diese typische Band, Schulband, Kitsch-Geschichte oder so, sondern ihr kennt euch irgendwie über Freunde und habt auch ein bisschen danach gesucht, nach Menschen, die mit euch in einer Band sein möchten. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann so diese Konstellation gefunden hat, dass man sich vielleicht auch gar nicht sicher ist, klappt das jetzt oder klappt das nicht oder funktioniert das überhaupt vom Vibe her? Gab es vielleicht irgendwie so einen Moment, wo ihr gedacht habt, jo, das läuft eigentlich? Ja, wir hatten unfassbar viel Glück. Also von Anfang an hat es irgendwie funktioniert. Ich weiß auch, wo Jonas und ich in die Band kamen und dann hat man sich nach der ersten Probe direkt umarmt und alles war nice, musikalisch gut, so zueinander und so. Es war, also hat nie irgendwie einen Punkt gegeben, wo es nicht so war. Und ich glaube, das ist im Nachhinein das wertvollste und das größte Glück, was wir hier hatten, dass wir einfach zu viert so Bock aufeinander und auf die Sache haben und hatten, dass wir das gemeinsam durchziehen. Schön. Das klingt doch sehr schön, so als Schlusssatz auch. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, gibt es vielleicht irgendeinen Kollegen, irgendeine Band, wo ihr sagt, okay, da wäre es irgendwie ganz cool, mal über die Texte zu sprechen, über die Worte zu sprechen. Dann könnt ihr jetzt einfach mal jemanden nominieren und wir gucken, was wir draus machen können. Kummer. Und Heiß-Kalt. Heiß-Kalt hat die krassesten Texte. Dann sage ich jetzt noch an alle, die zuschauen, abonniert auf jeden Fall den Kanal und macht die Glocke an, denn Jeremias, ihr wisst ganz genau, was passiert, wenn man nicht die Glocke anmacht hier auf YouTube. Ja, einiges passiert dann. Einiges passiert und das wollen wir nicht. Deswegen macht das und ich sage euch Tschüss und Dankeschön. Und danke, Dank. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke. Tschüss, ciao, ciao. War sehr schön. Tschüss.